Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum neuen Unboxing. Ich habe noch keine Ahnung, was da drin ist. Das ist ein Geschenk. Die Person möchte aber nicht genannt werden. Ich bin mal gespannt. Und ich soll von so filmen, dass man mich sieht beim Unboxing und nicht Unboxing, nur das Produkt. Nur ein kleines dumpfes Klappern. Auch gar nicht so schwer. Das ist der Karton. Also, mein Adressschild habe ich natürlich schon abgemacht. Muss aufpassen, dass ich mir nicht die Pfoten schneide. Und auch nicht, dass ich dich schneide, Tigger. Ganze Zeit pennt er. Da liegt er auf dem Kratzbaum und schnarcht vor sich hin. Und jetzt kommt er raus. Geh mal rüber, geh mal ein Stück, leg dich hier hin. Hier hin, Link. Genau, fein. Fein, ja. Nicht, ich will jetzt nicht spielen. Du kriegst den Karton danach. Ja, du kriegst den Karton danach. Versprochen. Versprochen. So. Ja, Mensch, ich sehe dich doch. Ja, der ist total liebebedürftig gerade hier, ey. Nee, jetzt noch nicht. Nee, nee, jetzt noch nicht in den Karton rein. Du musst warten, bis ich ausgepackt habe. So, geh mal rüber hier. Geh mal da rüber, auf die Seite. So. Bis jetzt sehe ich noch nichts, nur Pappe. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. So, hier Pappe lasse ich drinne. Bitteschön, Kater. Ebola, la Kartonga. Ach du heilige Scheiße. Geh mal rüber, wenn du nicht runter willst. Ich habe den Astrobot-Controller. Den fucking Astrobot-Controller. Limited Edition, Dual Sense, Wireless-Controller. Astrobot. Auch selbst am Rand ist hier so dieses Wabenmuster. Gott, sieht der geil aus. Gott, sieht der geil aus. Und da ist die PlayStation-Taste so ja weiß. Bei dem normalen weißen Controller ist die PlayStation-Taste nämlich schwarz. Und die Pfeile von den hoch, runter, links, rechts sind hier im Blau, also Türkis würde ich sagen. Werden wir gleich beim Unboxing sehen, wenn wir das gleich richtig auspacken. Und beim originalen weißen Controller, also nicht original, ist ja auch original, aber bei dem rein weißen Controller, bei dem Standard-Controller, da sind die grau. Gott, sieht der geil aus. Ich zeige euch nochmal. Und hier seht ihr die Tasten, denn, dass die türkis sind. Und hier auch. Dann haben wir da das Astrobot-Logo. Da auch nochmal. Mit. Ach oh Gott, das klingt schön. Dual Wireless Controller Bedienungsanleitung. Ja, die soll wohl mit bei sein. Hier steht. Inhalt. Der Original Wireless Controller, logischerweise. Und Bedienungsanleitung. Und hinten. Ganz süß gemacht mit den Bots hier. Das Spiel feiere ich auch, das ist so geil. Ich hoffe, ihr seht es. Gott, sieht der geil aus! Scheiße! Der sieht auf dem Bild schon Hammer aus! Oh fuck, ey. Gott, bin ich happy, ey. Boah, mit dem Blau, ey, das sieht so heftig aus. Jetzt müssen wir ihn aber auspacken. Ich bin nur am Überlegen, ob ich in die Unboxing-Ansicht wechsle oder ob ich jetzt hier so auspacke und ihr mich dabei beobachten könnt. Weil da ist ja. Ich packe jetzt einfach so aus, dass ihr mein Gesicht seht.
Ich bin sogar happy. Muss ich nur gucken, wo ich das hier aufmachen kann. Ich will halt nicht so viel von der Verpackung kaputt machen. Die kommt zu meinen anderen Verpackungen. Ach, Mist, ich hätte es mal von oben machen sollen. Ja, da versuche ich. Ach, einschneiden ist hier auch doof. Weil ja die Lasche da auch ist. Ah, ich hab's geschafft. Ja, toll. Und jetzt geht der Rest die Kleber ab. Ey, ist doch nicht. So. Oh, Pappe ist drin, ne? So, leerer Karton. Dann haben wir das so, eine weiße Pappe mit Bedienungsanleitung. Die brauchen wir nicht, es ist ein Controller. Ich habe schon ein paar, ich weiß, wie ein Controller funktioniert und dass da USB-C dran ist. Oh, das sehe ich jetzt das erste Mal. Wir haben hier unten die PlayStation-Logos. Dreieck, Viereck, Kreis und X. Ne, Kreuz. Kreuz. Ist kein X, ist ein Kreuz. Da, ach, irgendwas war, das ist, früher habe ich auch X gesagt, aber soll ein Kreuz sein oder so. Hatte ich mal einen Bericht von Sony gesehen, wo sie über die Entwicklung des Controllers gequatscht haben und so. Was machst du denn da? Nein, das ist Plastik. Du, Mensch, du Plastikkarte. Der liebt Plastiktüten und so. Der frisst die auch nicht. Der knabbert da nur Löcher rein. Nein, da ist mein Controller drinnen. Rutsche mal, du dicke Ding. Ja, hier hast du die Tüte. Da, bitteschön. Gott, sieht der geil. Scheiße, Säge, jetzt erst. Das hat man auf der Verpackung gar nicht gesehen. Ja doch, aber ganz schlecht. Der hat auch die... Oh, das ist ja glatt hier. Der hat sogar die Einkerbungen, als wenn es ein echt... Wie beim Astrobot. Der hat doch diese Linien auf dem Körper. Und der vorne hier ist wohl... ja, das ist glatt. Das zeige ich euch gleich nochmal. Die Augen sind ja rauf gemalt. Ja, das wäre geil gewesen, wenn die jetzt noch LEDs wären, die Augen, und bestimmt leuchten würden. Controller 1 blau, Controller 2 rot. Oder wenn die Lebensanzeige, wie bei bestimmten Spielen, wenn es blau leuchtet, beim PS4-Controller, wenn hier oben die LED leuchtet hat, und bestimmten Spielen ist die Gesundheit immer weiter runtergegangen, wie bei Resident Evil, dann ist die auch orange, ob es rot geworden. Wenn das hier auch so wäre, das wäre, aber das wäre, glaube ich, zu viel Aufwand. Und hinten. Hinten ist der Astrobot drauf, der Kopf. Boah, sieht das geil aus. Scheibenkleister. Und der fühlt sich wirklich etwas anders an als der reine normale Controller, weil das ja hier glatt ist. Das ist ja normalerweise gummiert, was aber nicht schlecht sein soll. Also ganz im Gegenteil. Es fühlt sich gut an. Und das mit dem Blau sieht einfach fantastisch aus. Ist da jetzt noch eine Schutzfolie drauf? Nee. Hat auch so Silber drin, so wie beim Astrobot im Spiel. Und das geht bis hoch. Ich zeige euch das mal. Ja, also das ist hier vorne. Das geht dann hier und geht dann bis hoch. Ja, und hier dann einmal ringsherum. Auf der anderen Seite logischerweise das Gleiche. Und das hier hinten ist immer noch so rau. Ja, das rutscht fest halt so ein bisschen. So, wir zeigen euch nochmal. Hier sind halt die Analogsticks sind weiß. Die Taste ist weiß. Was beim normalen schwarz ist. Und hier seht ihr zum Beispiel schon mal links und rechts so eine Linie. Und die setzt sich dann halt, ich hoffe, ich sehe halt immer nur den kleinen Bildschirm. Das ist halt da doof, ob ihr das sehen könnt vernünftig. Ich werde das mal so ein bisschen drehen. Ihr müsst hier hingucken. Hier.
Ich hoffe, das sieht man so ein bisschen. So, da, jetzt. Ich glaube, jetzt müsstet ihr sehen hier. Und es ist auf beiden Seiten so. Ich mache mal so, dann könnt ihr das vielleicht besser sehen. So, und auch hier oben, hier. Also praktische Unterseite jetzt, für mich ist jetzt oben. So, da sieht er das, da kommt. Hier geht's runter. Dann haben wir da noch was. Hier unten. Die sind glaube ich Standard. Ne, die sind nicht Standard. Die Riffel hier unten. Da und dann halt hier die Linien, die fortgesetzt werden. Und auch das hier oben ist richtig Klavierlack alles. Also das Weiße hier oben ist alles bis hier runter Klavierlack. Also die praktisch der Arm links ist Klavierlack, egal ob weiß oder blau, rechts auch so. Nur das Stück hier unten. Also praktisch vom um das Touchpad hier so. So das bis, also von hier oben bis hier runter, das hier alles. Das ist nicht Klavierlack. Und hier unten das. Und hier hinten ja sowieso nicht, das ist hier riffelt. Ja. Das weiß ich jetzt gar nicht genau, ob bei den Standard, ob das hier und bei den Tasten hier unten auch Klavierlack ist. Weil hier ist Klavierlack, das glänzt so, seht ihr das? Und hier ist es nicht Klavierlack, sonst würde man ja abrutschen. Man will ja Grifffestigkeit haben. Oh, dann kann ich damit das Astrobot-Spiel spielen. Weil bei meinem normalen Weißen, der hält nicht mal eine Session-Runde mehr. Da kommt dann immer gleich die Anzeige nach einer Weile hier Batterie leer. Keine Ahnung warum. Aber der sieht wirklich geil aus. Ach, hier sieht man auch hier. Hier ist auch eine kerbt. Wartet. Ich hoffe, dass ich das so halbwegs drauf kriege. So, da. Hier so ein bisschen und dann geht es hier hoch. Ich hoffe, ihr seht das. Oh, der sieht so geil aus. Ich halte mal so hin, damit ihr ihn sehen könnt. Der sieht so schick aus. Seht ihr das, Klavierlack? Erstmal fettes Dankeschön an die Person, die mir das geschenkt hat. Gott, sieht der geil aus. Warte mal, ich mach mal an, damit ihr das Leuchten auch seht. Wartet. Es sieht doch geil aus, wenn das dann wirklich dann auch. Jetzt leuchtet es ja nur kurz. Aber das Blau passt ja auch zu den Astrobot-Augen. Geil. Absolut geil. Ich bin ein bisschen sprachlos, sorry Leute. Der ist so sexy. Also das ist wirklich ein Hingucker. Also das ist wirklich ein Hingucker. Absolut sexy. Der ist echt schick. Ich mache den mal hier in die Schachtel wieder rein, damit er mir hier nicht abhanden kommt und stelle den mir mal dann so hin. So. Was habe ich denn hier noch für Zeug überall drin? So. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich muss den jetzt erstmal an die PlayStation anmelden. Und aufladen, damit er denn für morgen Abend für die Zock-Session, also für euch vielleicht so ja heute Abend, wenn ich es schaffen sollte zu zocken, weil ich morgen, ja, also praktisch für euch heute, einen Zahnarzttermin frühs habe, der 3 Stunden geht, wegen Kronen machen und so. Oh, da mal gucken, wie ich es verkrafte und habe da auch schon ein bisschen Bammel vor, weil 3 Stunden. Aber nichtsdestotrotz, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video oder Livestream. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.